Schon vor unserer Geburt beginnen wir zu lernen. Wir fühlen, träumen und reagieren auf unsere Umwelt. Wir erkennen die Sprache unserer Eltern. Und dann geht alles so schnell. Wir werden größer und schaffen jeden Tag so viel mehr. Wir lernen laufen, sprechen und Fahrrad fahren. Wir erleben viele Abenteuer und haben dabei so viele Fragen. Woher kommt der Wind? Wer hat die Farben draußen gemalt? Wohin wollen die Wolken fliegen? Bienen hüpfen? Singt der Wind oder sind die Bäume? Wie tief ist das Meer? Ist ein Papagei und kein Mama, macht eine Giraffe. Und irgendwann ist er dann da. Unser erster Schultag. Ab dann wissen alle anderen plötzlich ganz genau, was wir brauchen, um erwachsen zu werden. Unser Ziel muss sein, dass ein Kind nach der vierten Klasse lesen kann. Besonders wichtig sei, Disziplin zu fördern. Hier muss man vor der Pubertät Interesse wecken. Immer mehr Eltern schicken ihre Kinder mittlerweile in private Grundschulen. Inzwischen müsste ja wirklich jeder und jede wissen, dass die MINT-Fächer für die deutsche Industrie und Wirtschaft entscheidend sind. Wenn du keine guten Noten hast, ja, dann schaffst du es halt nirgendwo was im Leben jemals zu erreichen. Fast alle befragten Eltern wünschen sich eine bessere digitale Ausstattung an den Schulen. Dennoch wird es nicht reichen. Wir müssen mehr tun, denn wir haben ja hohe Ambitionen. Wir wollen ja weiter an der Spitze sein. Wo steht Deutschland im Schülerranking? Schätzungsweise mehr als 80.000 Schüler und Studenten sind heute bundesweit auf die Straße gegangen. Sie machen ihrem Ärger über die Bildungspolitik Luft und forderten bessere Lernbedingungen. Die Welt, wie wir sie heute kennen, wird sich in den kommenden 20 Jahren grundlegend verändern. Die Digitalisierung, der Klimawandel und die globale Vernetzung werden unsere Gewohnheiten erschüttern und damit die Art, wie wir leben. Wie bereiten wir unser Bildungssystem darauf vor? Sollten wir statt Goethe zu lesen lieber mehr über Versicherungen und das echte Leben lernen? Brauchen wir in den Schulen jetzt überall Tablets statt Kreidetafeln? Oder haben wir vielleicht seit Jahren die falschen Fragen gestellt? Darüber werden wir sprechen. Mit Deutschlands und Europas führenden BildungsexpertInnen. Mit UniversitätsgründerInnen und Lehrkräften. Mit PhilosophInnen, SchülerInnen und freilernenden Jugendlichen. Mit SpezialistInnen aus Neurobiologie, Medizin und Politik. Zu Gast an der Universität Wittenherdecke. Live als Stream, interaktiv und offen für alle. Im Sommersemester 2021. Mehr Informationen, Termine und kostenlose Anmeldungen unter www.disruptive-bildungsperspektiven.de. Sei dabei und werde Teil der kreativen Zerstörung des Bildungssystems.